Hallo zusammen, hier ist wieder Chillant, ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute wollen wir uns ein relativ seltenes Mount angucken und zwar sitze ich da schon einmal drauf. Wir haben hier einmal die Kobold Schieferschwinge und ja, die können wir von einem Rare hier aus den Taralek-Höhlen bekommen. Der schimpft sich einmal Karoka oder Karokta, irgendwie so ähnlich. Wir sind nämlich hier unten in dieser Weggabelung drin, wie ihr seht, und dort kann der einmal spawnen. Das Ding ist, die Dropchance ist recht gering. Ich kann euch das mal auf WoW Head schnell zeigen. Aktuell Karokta, genau so heißt er, ist die Dropchance ausgeschildert mit 0,07%, also relativ wenig. Es kann sich jetzt aber die nächsten Tage noch ändern. Warum kann sich das ändern? Blizzard hat hier so ein bisschen geändert, wie man im Endeffekt den Rare farmen kann. Bis jetzt, die ersten drei Wochen, war es so, dass man ihn jeden Tag, wenn er am Start war, umhauen konnte mit einem Char, der auf Stufe 60 oder höher ist. Also heißt, ihr könnt eure Twink Army hier rausholen und dementsprechend abfarmen. Ich habe übrigens jetzt über 700 Tries gebraucht, um das Mount zu kriegen. Die Geschichte ist, der Rare war jetzt nicht immer ab, denn es gibt hier insgesamt 5 Rare Packs. Hier oben eins, hier eins, hier die Rares und hier. Und ja, die sind immer abwechselnd am Start. Und zwar hier oben, die sind immer da. Und die anderen 4 Packs ist immer an einem Tag ein Pack nicht da. Heißt, am ersten Tag ist das Pack nicht da. Am nächsten Tag ist das Pack nicht da. Am dritten ist das nicht da. Und am vierten ist das nicht da. Und dann geht es wieder von vorne los. Ne? Heißt, von 4 Tagen war der 3 da und einen Tag nicht. Man konnte aber jeden Tag ihn quasi einmal umhauen, wo er da war, und looten. Jetzt ist es so, dass Blizzard das ein bisschen anders gestaltet. Und man dementsprechend diese Rare Packs nur einmal alle 4 Tage umhauen kann, um Loot zu generieren. Ja? Bedeutet, immer wenn die World Quests in der jeweiligen, in dem jeweiligen Untergebiet spawnen, dann ist das Ganze wieder resettet und der Rare ist wieder neu da. Also ihr könnt ihn einmal töten und nach 4 Tagen könnt ihr ihn dann erst wieder töten. Ihr seht es auch daran, dass er dementsprechend rare ist. Wenn ihr den hier sucht, es gibt öfter mal Gruppen, hier einfach K für Karoka eingeben. Ihr seht ja, da sind jetzt zum Beispiel 2 im Warmode On am Start und da könnt ihr dann quasi mit reinschauen, den umhauen. Vor allem für Low-Level-Chars, ne, 60er-Chars, ist das eine sinnige Sache, weil ihr kriegt ihn so alleine nicht tot. Der hat 13 Millionen Leben. Da werdet ihr euch mit einem nicht gut equippten 70er-Char, denke ich mal, alleine die Zähne ausbeißen dran. Genau, mehr ist es tatsächlich nicht. Blizzard hat auch gesagt, mit dieser Änderung, dass ihr die Rares jetzt nur alle 4 Tage looten könnt, erhöhen sie auch die Dropchance. Blizzard-like haben sie natürlich nicht gesagt, wie hoch die Dropchance erhöht wird. Muss man jetzt mal abwarten, was da kommt. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass ihr ihn dennoch halbwegs zügig farmen könnt und dass euch das erspart bleibt wie mir mit mehreren 100 Tries. Mich würde es dennoch interessieren, wie viele Tries ihr hattet. Schreibt mir gerne rein, wie viele Tries ihr gebraucht habt, bis ihr das Mount geholt habt oder aktuell seid, und dementsprechend, ob das nach oder vor der Änderung von Blizzard war. Die Änderung kam jetzt quasi mit der 4. Woche von Patch 10.1 so rum. Gut, damit sind wir am Ende von dem kleinen Video. Ich zeige euch nochmal das Mount Special vielleicht, dass wir das auch noch mit drin haben. Aber das kennen wir mittlerweile von den Rochen Mounts. Und ja, damit verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.